Chris, Liam, Liv, Yannick und der Song. Genau. Hallo, ich bin Liv und genau, wir haben das Projekt Camera Call Chaos gemacht, abgekürzt CCC. Wir dachten, wir lassen uns mal ein bisschen inspirieren. Genau, und wir haben alle an ganz verschiedenen Teilen des Projektes gearbeitet. Deshalb freuen wir uns total, dass wir jetzt auch so viel vorstellen können. Genau, ich erkläre dann später noch ein bisschen, was genau wir gemacht haben. Okay, also ich bin Yannick und ich bin jetzt schon ein paar Mal bei Jugendhack dabei gewesen und bin 19 Jahre. Ja, also ich bin der Dezong und ja, ich bin für mein erstes Mal hier sehr aufgeregt. Ich bin der Chris. Ich mache das im Jugendhack schon das zweite Mal und ich habe für dieses Projekt gerne auch gearbeitet. Und ich bin Liam, also der Letzte aus der Gruppe und ich bin jetzt auch das zweite Mal bei Jugendhack. Genau, wie so viele Jugendhack-Projektideen ist das Ganze am Freitagabend entstanden. Genau, kannst einmal auf die nächste Slide gehen. Und wir dachten uns irgendwie nach so vielen Monaten Pandemie, ich habe in der Übung 16 gesagt, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, das ist nicht mehr aktuell. Ich glaube, es sind inzwischen viel, viel mehr. Irgendwie sitzen wir alle viel zu vielen Videokonferenzen und irgendwie ist es dann doch nicht so spannend und vielleicht möchte man zwischendurch mal was anderes machen. Das wäre schon mal so ein kleiner Ausblick auf unser Projekt. Wir hatten da aber auch noch so eine Datenschutzperspektive, die den Song noch mal ein bisschen erklären wollte. Genau, also ihr seid zu Hause wahrscheinlich jetzt nicht, lebt jetzt wahrscheinlich nicht zu Hause alleine und es laufen jetzt so in Zoom-Meetings oder eben halt in Online-Unterrichten, laufen da eben halt im Hintergrund meistens auch Leute vorbei und die wollen wir eben halt aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aus privaten Gründen nicht zeigen und wir haben versucht, das eben halt zu lösen. Genau, wunderbar. Dann würden wir jetzt einmal ganz kurz euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Genau, also was wir machen ist, wir nehmen live die Videodaten von der Kamera, vom Laptop und verarbeiten die dann und spielen die dann wieder in den Videocall ein und wir verarbeiten die mit Python und da dachten wir am Anfang, dass das irgendwie was sehr Kompliziertes ist, wie wir an die Daten rankommen, live an die Kameradaten und noch komplizierter, wie wir eine virtuelle Kamera erzeugen. Aber hat sich herausgestellt, dass es da schon sehr viele Leute gibt, die da gute Arbeit geleistet haben und so, dass es dieser Teil technisch relativ gut machbar war, sodass wir das relativ schnell hinbekommen haben. Wir hoffen, es funktioniert, ist das, was wir sagen wollen. Genau, man sieht mich jetzt auch sofort. In sehr groß dann natürlich. Genau, Chris. Also die GUI habe ich gemacht. Ich habe mit dem Hintergrund und alles gemacht, mit den Buttons, was die auch alle machen. Wie zum Beispiel, wenn man auf normale Kamera gehen würde, dann ja, wie man auch klar sehen könnte, es ist auch eine normale Kamera. Und ja, ich würde jetzt mal für den Glitch jetzt mal eine Epilepsie-Warning jetzt mal geben. Ja, du mal, kannst. Genau, das ist auch schon genau das, was wir darüber reden wollen. Ich glaube, es heißt hier, dass ihr, genau, kurz weggucken für Leute, die das vielleicht nicht so gut vertragen. Das sieht dann einmal so aus. Wir machen es mal wieder normal. Genau, was die Idee dahinter so ein bisschen war, dass wir am Freitag uns überlegt haben, muss Programmieren immer so ernst sein. Und bei Jugendhack wird ja auch viel so darauf geachtet, irgendwie, dass Computer können Schönes kreieren. Das ist ja einer so der Grundsätze auch. Und das haben wir uns ein bisschen zu Herzen genommen und dachten, es muss nicht so ernst sein und vielleicht können wir auch mal gucken, was man so kaputt machen kann. Und darüber wollten wir euch ein bisschen was erzählen. Genau, die erste Sache war, dass wir, also eigentlich sind Fotodateien nichts anderes als einfach nur ein bisschen Text. Und da haben wir dann einfach mal so ein bisschen drin rumgeschnippelt. Und das ist dann das, was man gerade gesehen hat. Genau. Man muss das aber gar nicht so machen. Willst du es noch einmal zeigen? Genau. Machen wir wieder normal. Man muss es aber gar nicht so machen. Man kann zum Beispiel auch einfach die Sachen sehr viel komprimieren. Das sieht dann nicht so schlimm aus, aber vielleicht auch nicht so schön. Genau, das waren so ein paar Sachen, die wir gemacht haben. Damit haben wir uns befasst. Genau, sehr interessante Sachen. Findet man auch im Internet sowas unter so Glitch Art und sowas. Genau, da gibt es sehr, sehr, sehr coole Projekte.
Genau, und das nächste ist, was Liv vorhin schon angeteasert hatte, dass man natürlich nicht immer so viel Lust hat, die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen und sich dann auch vielleicht nicht konzentrieren kann oder mal sich was holen muss und dann muss man weggehen. Und dann kann man einfach so eine Aufzeichnung starten und dann kann man hier auf Aufzeichnung stoppen drücken und dann kann man einfach weggehen. Und man ist aber ganz normal weiter im Videocall. Und dann kann es natürlich auch immer passieren, dass man angesprochen wird. Und dafür gibt es auch einen Knopf. Und dann gibt es leider einen technischen Fehler und dann ist man wieder live. Wenn man sich wenig bewegt, sieht es sogar überraschend echt aus. Man darf seine Haare nicht so viel wackeln, da ist dann so die Physik passt dann nicht mehr so ganz. Aber wenn man sich nicht so viel bewegt wie ich gerade, dann sieht es eigentlich auch immer ganz normal aus. Genau, bisschen für den Verwirrungseffekt. So, als nächstes machen wir den ASCII-Filter einmal. Und das erklären was. Ja, das ist ein Filter, da gibt es keine Pixel, sondern nur Symbole. Und ja, der hat jetzt eher wenig sinnvollen Nutzen, aber ich finde, der sieht ganz cool aus. Ja, und das ist ein Filter, da werden halt nur die Kanten von Objekten dargestellt und hat auch eher wenig sinnvollen Nutzen. So, das hier ist zwar, also es leckt gerade zwar sehr hart, weil es immer sehr viel Lastung verbraucht, aber das ist sozusagen der Filter mit den datenschutzrechtlichen Gründen, heißt, man sieht hier ganz vorne den lieben Yannick. Und weil er sozusagen im Vordergrund ist, wenn halt die zwei Menschen dahinter, also Chris und Liv sozusagen geblurrt, die werden halt bis denen sozusagen verpixelt oder so undeutlich gemacht, damit man sie nicht erkennen kann. Zum nächsten Filter bitte. Ja. Also das macht zwar auch nicht relativ viel Sinn, im Schulunterricht das anzuwenden, aber es sieht halt schön aus, deswegen, ja, noch einmal weiter. Ja, genau. Und das ist meiner Meinung nach der beste Filter. Okay, ja, nee, das war jetzt nicht ernst gemeint. Aber es ist, ja, dass eben halt alle Personen halt durch Bilder ersetzt werden. Man kann selber dann in GitHub dann mit dem Code ein bisschen herum experimentieren und dort eigene Bilder einsetzen für Personen. Es gibt noch eine Abwandlung von dem ASCII-Filter, das ist der Binary-Filter. Das ist alles in Nullen und Einsen. Genau, ist auch von Liam. Genau, wir mussten ja ein bisschen noch das Informatiker-Klischee erfüllen. Genau, aber sonst wollten wir uns herzlich bedanken. Es war ein sehr schönes Jugendhack. Vielen Dank an unsere MentorInnen. Und genau, ich fand, es war ein sehr cooles Projekt. Und wir haben auf jeden Fall gelernt, so was man mit Code noch alles machen kann. Und dass es nicht immer so ernst sein muss. Und genau, wir haben sehr viel rumexperimentiert. Genau, ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Computer Call Chaos. Danke an euch. Nochmal euer Applaus, der Weg zur Bühne runter ist bekannt. Liv, du hast das Mikro gerade noch in der Hand. Mhm. Den Filter, wo man so in der Schleife immer mit dem Bild drin bleibt. Mhm. Wo kriege ich den her? Wir unterstützen natürlich Open Source und das ist alles auf GitHub. Ob man es dann so ethisch verwenden muss, ist jedem selbst überlassen. Dafür ich übernehmen Dienstag wir keine Garantie. So ein Teams-Meeting. Genau, es funktioniert auch. Wir haben eine ganz gute Anleitung geschrieben, sollte auch für die nicht so technisch versierten Leute ganz gut machbar sein. Genau, ja, es ist bei uns verlinkt. Ich melde mich. Danke. Danke euch. Eine Frage, bitte. Eine Frage aus dem Publikum, selbstverständlich. Da kommt ein Mikrofon. Einen Augenblick bitte. Mein Kollege Nils kommt vorbei, dann können wir alle hören, was die Frage ist. Also vielen Dank für diese Vorstellung, die ist echt super gewesen. Ich finde das auch sehr interessant, dieses Blurring-Effekt im Hintergrund, den ihr das geschafft habt. Aber ich würde gerne verstehen wollen, wie ihr das Ganze definiert habt. Was ist für euch Hintergrund? Ist es anhand der Nähe zum Kamera definiert worden oder muss man zentral zum Kamera sitzen, damit das dann als Vordergrund anerkannt wird? Kommst du zu mir auf die Bühne? Definition in die Definition. Ja, ins Kamerabild so auch.
darfst die Maske auch gerne absetzen zum Antworten, bitte. Also, das ist jetzt nicht mein Filter, aber ich habe gerade das Mikrofon gefunden. Es ist so, dass es einfach erkennt, wie breit die Person ist. Und je breiter die Person ist, also die breiteste Person ist die, die vorne ist, und alle, die schmaler sind, werden als Hintergrund definiert. Und das heißt einfach, man muss nah rangehen und dann ist man Vordergrund. Danke für die Frage, danke für die Antwort.